Freunde der gepflegten Spielekultur, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem kurzen Monatsupdate. Ja, es kommen die folgenden Themen in den nächsten paar Minuten zur Sprache, nämlich wie geht's weiter jetzt im Mai? Ja, meine anstehende Hochzeit, die wollte ich zwar hier nicht großartig thematisieren, aber sie betrifft leider, muss ich sagen, auch in gewisser Weise euch. Und ja, das 100-Abonnenten-Event steht an, wo ich total geflasht bin, total happy bin. Auch das wird gleich Thema werden. Fangen wir vielleicht mal mit der Hochzeit an. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, vielleicht auch nicht. In den Kommentaren in einem oder anderen Video habe ich es vielleicht mal einfließen lassen. Ich werde Mitte Juni heiraten. Ja, wie es halt so ist mit einer Hochzeit, es gibt viel vorzubereiten, es muss hier mal ein Termin gemacht werden, dort mal ein Termin gemacht werden, das kostet alles Zeit, ich bin ja selbst auch noch Vollzeit berufstätig, genauso wie meine kommende Frau, werdende Frau, Entschuldigung. Insofern, ja, muss die Zeit natürlich auch irgendwo herkommen, da ja auch noch Kinder im Haushalt sind. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich in den nächsten 6 bis 7 Wochen dazu komme, Videos zu machen. Also ich werde meine Schlagzeit, die ich momentan habe, mit einem Video pro Tag, werde ich sehr wahrscheinlich nicht halten können. Alle 2 Tage wäre möglich, alle 3 Tage wahrscheinlich. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie lang die Videos werden. Wenn ich kürzere schaffe, dann schaffe ich vielleicht auch 2 Videos täglich. Das, wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich wollte allerdings darüber informieren und hoffe auf euer Verständnis aufgrund ja, des Grundes, dass da das Real Life einfach Vorrang hat. Da möchte ich nicht dran rütteln. Da muss ich dann ehrlich gesagt auch damit leben, wenn der ein oder andere das Abo beendet. Das ist dann schlicht und ergreifend so, da, ja, mein Gott. Was will man machen? Real Life First war von Anfang an mein Credo und das werde ich in dem Zuge auch beibehalten, komme da was wolle. Ja, das war jetzt der eine Punkt, aber weil wir gerade bei den Abonnenten waren, das 100-Abonnenten-Event steht an, wie im letzten, ich glaube im letzten Infovideo schon mal angekündigt. Dank Battletech und dank euch natürlich letztendlich auch, ist meine Abonnentenzahl in den letzten, ich glaube, knapp 2 Wochen sprunghaft um 100% nach oben gestiegen. Ich glaube, wo Battletech angefangen hat, stand ich irgendwo bei 50, knapp unter 60. Jetzt stehen wir knapp unter die 100. Ich bin total geflasht. Ich muss auch jedem meinen Dank aussprechen und ich bin auch zutiefst dankbar für die Möglichkeiten, die sich hier so langsam aber sicher ja daraus ergeben, wenn der Kanal wächst, sind letztendlich natürlich auch Möglichkeiten für euch. Ja, mir fehlen da ehrlich gesagt ein bisschen die Worte. Ich, wie gesagt, ich bin einfach dankbar und möchte mich bei meinen Abonnenten mit diesem Event bedanken. Ja, und an der Stelle eben die Frage, wie hättet ihr gerne ein Event gestaltet? Man kann es wieder so machen, dass man einen Key verlost, man kann ein Question and Answer Video mal machen, dass ihr einfach hier unter dieses Infovideo zum Beispiel oder zu mir und in die Community rein ein paar Fragen stellt, die ich dann eben im Video beantworte. Oder. Ich bin für eure Vorschläge da ehrlich gesagt auch offen, da ich selbst etwas unentschlossen bin, was das betrifft. Immer wieder ein Key finde ich ein bisschen langweilig. Wenn es aber euer Wunsch ist, dann ja, kriegen wir das auch hin. So, und zum dritten Punkt. Wie geht's im Mai weiter? Auf jeden Fall mit Battletech. Das kann ich versprechen. Es werden aufgrund des Zeitmangels wahrscheinlich vermehrt Tutorials kommen und weniger Gameplays. Einfach weil ein Match mal schnell 30, 40, 50 Minuten in Anspruch nimmt. In der Zeit kann ich 2 oder 3 Tutorials aufnehmen. Und sei es nur eine Mech-Konfiguration, die ich euch empfehle. Deswegen definitiv Battletech, auch weil es mir am Herzen liegt. Möglichkeit 2 oder theoretische Möglichkeit 2 wäre Frostpunk. Deswegen ist es hier oben rechts auch in der Ecke abgebildet. All diese Spiele habe ich euch schon gezeigt, in der einen oder anderen Art und Weise, außer Frostpunk eben. Der Key ist da. Der Key funktioniert auch. Er funktioniert nur nicht auf meinem PC. Also nicht auf meinem Gaming-PC.
Er funktioniert allerdings, und das hat mich sehr gewundert, ich habe es am Wochenende ausprobiert, er funktioniert auf meinem Media-Server, der da ausgerüstet ist mit einem Pentium 4560 mit zwei Kernen und Hyper-Threading, 8 GB RAM, hat keine Grafikkarte, hat kein aktuelles Windows, hat keinen aktuellen Treiber für, weiß der liebe Gott was, ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal aktualisiert habe. Hat keine aktuellen Visual Studio C++, keine Ahnung, Updates drauf und das Spiel funktioniert. Es funktioniert allerdings nicht auf meinen Ryzen 7 mit 32 GB RAM, der GTX 1070 und aktuellen Treibern und allem anderen. Bin ich momentan ziemlich stinkig, um dazu zu sagen, angepisst. Da ich euch dieses Spiel wirklich gerne gezeigt hätte, vielleicht kriege ich es noch hin. Ich werde demnächst meinen Rechner vielleicht mal neu installieren. Darauf beruht momentan meine letzte Hoffnung, wenn man so möchte. Kriege ich es nicht hin, ja, dann wird es wohl ein Mai mit Battletech werden. Vielleicht noch ein Indie-Spiel, das weiß ich momentan aber noch nicht. Das hängt von den Entwicklern ein bisschen mit ab. Cliff Empire und Game Dev Studio sind da momentan Kandidaten, wo man mal eine kurze Angespieltreihe oder auch eine langgezogene Angespieltreihe mit reinbringen kann. Ja, das waren jetzt momentan die drei Punkte, die ich auf dem Herzen habe. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, Vorschläge habt, Fragen habt, gern in die Kommentare oder ihr schaut bei mir auf der Seite gamer-division.de vorbei. Dort findet ihr in der YouTube-Sektion auch einen Part von mir, von eurem Sesam, wo ihr euch ausbreiten könnt, Fragen stellen könnt, Vorschläge machen könnt, etc. pp. Da gibt es mittlerweile auch einen Beitrag für dieses 100-Abonnenten-Event, wo ihr euch gern kreativ betätigen könnt und mir Vorschläge unterbreiten könnt. Ich bin ja für fast alles offen. So, das war eigentlich auch schon das Monatsupdate. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Abos, die reinkamen in den letzten 2 Wochen. Ich bin echt geflasht und begeistert. Und wir sehen uns im nächsten Gameplay oder im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Sesam.